So, kurz zu Formalitäten. Alles wie bekannt, kein Alkohol, keine Glasflaschen, keine Fahrräder, keine Hunde außer fehlenden Funktionshunde. Bei der Kältespazierung wird für am nichts, denke ich mal, die meisten werden dann nach Hause gehen. Da lassen wir uns dann gleich während der Nacht den Reden beenden. Der Herr Goller ist wieder da, der wird sicherlich auch ein paar Worte sprechen. Andreas aus der Familie Goller, bevor sich wieder beschwert. Der Einzige mit der weißen Weste hier. Ansonsten haben Sigi da. Ich denke, es wird lustig. Kurzer Abriss, was ist gelaufen? Definitiv. Seit 3 Tagen läuft das Amtsenthebungsverfahren gegen Herrn Biden. Ich habe es auch zu Fake News gehalten. Ich habe dann mal den Computer angeschmissen, mal die Suchmaschine bedient, bin dann rausgekommen auf der Seite des amerikanischen Kongresses. Und dann steht es auch dort, das Verfahren ist eingeleitet. Und die Vorwürfe sind Amtsmissbrauch, Hochverrat und Betrug. Das heißt, wenn die Nummer durchgeht, wird die gesamte Biden-Regierung abgesetzt und da haben wir Grafi, der Sprecher des Repräsentantenhauses, übernimmt dann vorläufig die Geschäfte des US-Präsidenten Mr. Neuwahl. Aber das kann sich noch ein bisschen ziehen, die müssen jetzt erstmal Gremien bilden. Das geht nicht von heute auf schnell. Was haben wir denn noch so Lustiges? Ja, was ganz Schönes. Die große Frage, wo ist die AfD? Ja, wir haben mit der Panzerlieferung einen Bruch der Verfassung, und zwar Artikel 26. Zelensky hat angekündigt, dass er mit diesen Panzern, mit diesen gelieferten Waffen vorhat, Russland so zu schlagen, dass sie nie wieder Krieg führen können. Und dass er notfalls bis Moskau rücken will. Das heißt, es ist Vorbereitung eines Angriffskrieges. Und nach Artikel 26 Grundgesetz sind die Deutschen nicht berechtigt, dahin Waffen zu liefern. Und da frage ich mich ernsthaft, erstmal, wo sind unsere Richter und Staatsanwälte? Die hätten sofort losbrüllen müssen, wir haben Scheißdreck tun. Aber wo ist die große Alternative für Deutschland mit ihrer Verfassungsklage zu dem Thema? Nichts. Entweder weil sie denken, dass es sinnlos ist, aber sie probieren es gar nicht erst. Ich weiß es nicht, ob ich das verstehen muss. Pfizer ist jetzt ganz in die Forschung eingestiegen. Die mutieren jetzt Corona-Viren mit Absicht, um schon im Vorfeld für neue Corona-Mutationen gerüstet zu sein, um jetzt schon vorläufig, also vorfristig, Impfstoffe dann bereit zu haben. Also die denken richtig prophylaktisch. Da freuen sich die ganzen Geimpften, die Impffanatiker drauf. Ich nicht, brauch's nicht. Und ich werde es auch nicht brauchen. Was haben wir da noch so Lustiges? Sie, hast du noch was zu ergänzen mit dem lustigen Verein hier? Gedrückt halten. Gedrückt. Alle souverän. Gut. Alle, ich soll mal im Prinzip nicht sagen, das wäre keine positive Begrüße für die Menschen. Darum bemühe ich mich, das nicht zu verwenden. Sag ich blick auf diese Pfannenkirche, wo noch rostig auf dem Markt, wenn es so kalt ist, aber danke für die Abstand, die gekommen sind. Es ist einfach schön. Was gibt's noch? Was hat die WHO hat was ganz Tolles mit uns vor. Die Geimpften betrifft es eh nicht mehr. Sie wollen die Menschenrechte abschaffen. Leute, geht's noch? Nee, das geht nicht. Nein. Die Menschenrechte. Nein. Und wir halten still. Da entsinnt sich noch, als ich damals im, wenn war es erst einmal der März oder Mai, gesagt habe, sperrt diese Frau weg. Ehe diese Frau noch Unfug macht, steckt sie in den Buddelkasten, gibt eine sandbohrende Schaukel. Genau das ist eingetreten. Sie hat gesagt, wir führen einen Krieg gegen Russland. Das kann ja irgendwo nicht sein. Es ist doch bodenlos, was diese Frau macht. Und dann wird sie von so einer Mitarbeiterin aus ihrem eigenen Amt zurückgepfiffen. Hat die überhaupt noch irgendwo da oben was drinnen? Die Grünen haben noch vor 1,5 Jahren versprochen, keine Waffen in Krisengebiete. Ich habe eine große Idee. Die Grünen haben doch ihre Sonnenblume und Grün. Das sollte das Leben repräsentieren. Ich bin dafür, die Flagge der Grünen
tief schwarz oder braun zu machen und da auch eine riesengroße Kanone zu malen. Das kommt dieser Partei mehr nahe, als was sie den Leuten immer wieder sagen. Ganz schlimm, diese Leute. Und was hat jetzt der Chef der NATO-Militärkommission gesagt? Rob Bauer. Wir haben genug Kriegsmaterial in Europa, um einen Krieg gegen Russland führen zu können. Wie geschichtsvergessen sind denn unsere Menschen? Wie bei der Fortsetzung des Ersten Weltkrieges, den Zweiten gab es ja nie. Wo fand dieser die Fortsetzung des Krieges statt? In Amerika oder in Europa? Und wer waren die Notleidenden? Wieder nur wir Menschen. Und daran erinnernd an die Einladung von Sandro, die erste Friedensdemo in Annaberg für unsere Kinder. Danke, Sandro, für dieses schöne Bild. Ja, nicht zu lang. Ich sage das Ziel. Das Schlimme daran ist ja, die Leute wollen zu sehen, welcher Krieg wird durch mehr Waffen beendet. Kein einziger. Nicht eins. Das ist das, was die viele ausländische Staatsmänner sagen. Hier gehört der Ami an den Tisch und der Russe, die können Frieden aushandeln, weil das Zelensky ist eh bloß Marionettentheater. Am schönsten der Funkwart hat es der Kroate wieder. Der hat mal ganz durch die Blume angefragt bei der Frau Baerbock, der kroatische Präsident. Ob wir denn aus der Vergangenheit nichts gelernt haben und ob wir die Hoffnung haben, dass es nach 70 Jahren besser klappt, diesmal mit dem Krieg gegen Russland. Er stichelt ein bisschen, ja, Frau Baerbock hat es in der Zeit noch nicht mehr geschafft, sich für diesen Funkwart zu entschuldigen. Formal gesehen, nach Völkerrecht, hat Frau Baerbock im Namen Deutschlands den Russen den Krieg erklärt. Und wenn die Russen das so annehmen und so handhaben, die könnten jetzt eine Rakete ohne jede Vorwarnung losschicken und sie wären im Recht. Und dann kommen unsere schönen, die NATO-Verbündeten. Die Franzosen schicken jetzt Mirage-Bomber und Kampfflugzeuge in die Ukraine in ein, zwei Monaten. Was sollen die denn dort? Mirage 2000, die Flugzeuge sind unalt. Sollen die da Übungsschießen machen, die Russen drauf oder was? Die lachen sich da kaputt. Da kommt nichts, das ist nur, ja genau, das Rüstungsgezogen. Und das auf eine Gruppe von Leuten, die nichts dafür können. Ich bin mir sicher, dass 60-70% der Ukrainer gar nicht wissen, was los ist. Die haben Angst, vor allem die Kinder, die gar nichts dafür können. Die haben vertrieben, gejagt, die haben Angst, die wissen gar nicht, wo sie hin sollen. Denen wird Zeug eingebläut, die klar glauben, dass die Kinder, dass es der böse Russe ist. Weil sie sehen es ja nicht anders, sie kriegen es nicht anders gesagt. Und wie soll es denn hier werden, wenn es denn soweit sein sollte? Wollen wir uns denn entschuldigen, Frau Baerbock, wenn der Putin hier ist? Bis dann sagen wir, das war nicht so gemeint. Ich glaube, dann ist es zu spät. Dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. Und wenn die Russen wirklich das wahrmachen, was sie angekündigt haben, dass sie damit auch den 2+4-Vertrag für aufgehoben sehen, dann wird die Nummer noch ganz lustig. Dann haben wir in der ehemaligen DDR ja richtig was zu suchen. Da müssten hier 60.000 russische Soldaten stehen, nämlich als Schutzmacht. Die wären sogar regulär hier. Komisch, komisch. Und das heißt, lasst die schön vor sich hin bröckeln und hoffen, dass die Europäer an der Nummer was haufen. Weil der Amerikaner wird für diesen Krieg nichts spüren. Zumindest am Anfang nicht. Aber Putin hat ja Schönes dazu gesagt, unsere Raketen fliegen auch nach Osten. Und das ist egal. Von Russland in den Ostweg, der amerikanischen Westland zu treffen, ist näher als über den Westen. Und dann ist auch noch der Chinese, der wird sich auch nicht alles gefallen lassen. Und auch wenn er nicht unbedingt der Freund von allen sein möchte und sich nirgendwo gerade dazu äußert, der Punkt beim Chinesen wird am Ende sein, wo es was zu holen gibt, ist er auch mit dabei. Und dann wird er sich Taiwan und Korea unter Nagel reißen, wenn der Amerikaner noch nicht mal in der Lage sein wird, seine Enklaven zu schützen. Es ist bitterböse und es werden am meisten leiden Leute, Kleinleute. Die, die nichts ändern können, weil sie gar nicht in der Position sind, und die Kinder. Und das Land auf, Land ab, das interessiert die, weder in Brüssel, noch in Berlin, noch in Washington. Es interessiert keine Sau. Und wenn da 10.000, 100.000 Hops gehen, ja und, kommen doch nach. Gibt's doch neue. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, haben wir zu viel mit unseren 8 Milliarden. So denken
Leute, und das muss man sich vom Kopf langsam mal einsickern lassen. Ich weiß, dass wir niemanden aufwecken werden, ja. Die wollen es gar nicht wissen. Erstens mal, sie müssen zugeben, dass ich mich auch alle verarschen lassen. Da sind viele nicht bereit dazu. Und der andere Seite ist ja, wenn sie es wüssten, müssten sie sich ja Sorgen machen. Und das haben sie heute auch nicht. Sie haben selber mit ihrem Zeug genug zu tun. Mit ihrem bisschen Arbeit, mit ihrem Hamsterrad, da will keiner raus. Hauptsache der Konsum läuft. Wenn es dann irgendwann vorbei ist, ist es hier immer groß. Und dann werden die Leute loswerden und wieder Schuldig suchen statt lösen. Dann brauchen wir aber Lösung, keine Schuldigen mehr. Ja, aus den Schuldigen werden wir nichts rauskriegen, was uns dann weiterhilft. Ich denke mal, Andreas steht da auf dem Schuss. Die Lösung, die brauchen wir jetzt schön. Ich kann mich nur noch daran erinnern. Nee, mach euch sie hier, ja, Andreas steckt dann ein. Vor ca. 14 Tagen, als die blau-gelben, ich sag's, faschistische Fahnen im Regierungsviertel geschwenkt wurden und wir Deutschen gedrängt und aufgefordert, Panzer zu schicken. Wieso sitzen die, die meinen, ihr Land ist überfallen, das mag zwar stimmen, hat aber seinen Grund. Wieso müssen wir denen ihre Probleme lösen? Die sitzen hier in warmen Stuben, bekommen Rente mit 57, wo jeder andere bei uns strampeln muss, dass er sie überhaupt die 472 schafft, die angepeilt sind. Warum? Ich würde den Leuten sofort die Staatsbürgerschaft geben, die einziehen ins Heer und sagen, und jetzt ziehen wir los. Genauso mit den vielen, die sich hier Flüchtlinge nennen, Staatsbürgerschaft geben, einziehen, Wehrpflicht, was ja der Scholz vorhat. Wehrpflicht soll wieder kommen, aber nur für uns, so wie es die Zimmermann gesagt hat, sie müssen für uns in den Krieg ziehen. Die sollen nicht mehr in den Krieg ziehen, die sollen zu Hause bleiben, zwischen ihre Frauen kümmern und ihre Kinder. Und Herr Scholz, der nie einmal gedient hat, der redet von einer Wehrpflicht wieder. Wisst ihr, wie der seine Wehrpflicht gemacht hat? Ist er recht. Wenn er sagt, Waffe, nein, Zivildienst in einem Altenheim. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie mal in Töpfe geräumt hat, wo unmesslicher Geruch herausgekommen ist. Gibt sicher noch ganz, ganz viel zu sagen, aber jetzt erstmal Andreas. Hallo Annaberg, ich grüße meine Heimat Erzgebirge. Die ganzen Probleme sind doch peu à peu gewachsen. Gehe ich mal unheimlich weit in die Vergangenheit. Früher gab es eine Eisenbahn, da gab es ein Raucherabteil, ein Nichtraucherabteil. Im Flugzeug konnte man hinten rauchen, bedauerlicherweise für die Leute, die Nichtraucher waren und da hinten saßen. Jetzt haben wir ein generelles Rauchverbot. Ich kann die Dinger kaufen, muss mich aber irgendwo einschließen oder verstecken, um die anzubrennen. Wie sieht denn heutzutage eine Familienfeier aus? Man geht irgendwo in eine Kneipe, bestellt ein Riesenbuffet oder Essen à la carte und wenn das Essen durch ist, haben wir zwei Parteien. Getrennt in Raucher vor der Kneipe und Nichtraucher drinnen. Gewollt. Ich entsinne mich an meine Jugend. Ich war oft mit meinem Großvater in der Gartensparte Skat spielen. Sonntag früh. Nennt mir bitte eine Kneipe, wo das noch gemacht wird. Weil man kann nicht mehr hoch. Das war der erste Teil. Und wir haben alle mitgemacht, selbst der Kneiper. Um eine Kneipe aufzumachen, musstest du die Umwelt, die Luftumwälzung 100-mal umwälzen. Ansonsten hast du gar keine Konzession gekriegt, aber okay, haben sie gemacht. Dann haben wir mal eine Abwrackprämie eingeführt, wegen Feinstaub. Wir haben unsere Autos, die noch 5 Jahre gefahren werden, abgegeben. Die Autoindustrie konnte uns neue auf Kredit verkaufen. Und wir haben die Kisten nach Afrika verfrachtet. Da fahren die heute noch. Wir sind richtig froh, dass Afrika ein fremder Planet ist. So viel dazu. Jetzt haben wir ja einen Gipfel geschossen. Wisst ihr, was Mehlwürmer fressen?
oder anders gefragt, wie Styropor entsorgt wird. Man lässt es von Mehlwürmern fressen. Und jetzt hat die EU beschlossen, dass wir das trocknen, klein malen und mit in die Lebensmittel geben. Und vorneweg haben wir geprägt, Feinplastik, Mikroplastik, kann alles nicht sein. Jetzt kriegen wir es gleich mit verabreicht. Und wenn ich mich so an frühere Zeiten erinnere, wenn die Hygiene in die Kneipe kam und da ist eine Kakerlake durchgelaufen, da haben die Kneipe zugemacht. Die wurde 3 Tage ausgegast, dann hinterher komplett desinfiziert, eher durfte sie nicht aufgemacht werden. Der Kneiper hat es halt einfach. Der kann das Ding fangen, trocknen, durch die Kaffeemühle jagen, mit ins Essen geben und dann muss er aber diesen Name dazu irgendwo in die Karte bringen, was eh keiner ist. Das ist doch alles paradox, oder? Was wir hier mitmachen. Dann streiken ja nun mehrere. Die Post will 15% mehr, der öffentliche Dienst 10%. Selbst die Gewerkschaften sind involviert in den Dreck. Weil ich gehe hin und sage, was bleibt denn übrig, wenn einer, der Arbeitgeber, gibt einem Arbeitnehmer 100 Euro Lohnerhöhung. Was bleibt denn effektiv bei den Arbeitnehmern hängen? Wenn er Glück hat, 60, muss er auch schon verheiratet sein und ein Kind haben. Also, wenn die Gewerkschaft wirklich was tun wollte, würden die streiken für Steuersenkung. Weil das hätte unsere Folge, dass wir die Inflation irgendwo einfangen. Wenn wir denen jetzt 15% mehr Lohn geben, muss das Geld ja irgendwo herkommen, erwirtschaftet werden. Das geht über die Inflation. Und das war schon ein Thema mit diesem Mindestlohn. Wenn ein Kneiper jemanden beschäftigt hat in der Aufwäsche für 10 Euro, Sonntagnachmittag das Geschirr waschen, sauber machen, ja, jetzt muss er 12 bezahlen und dann gehen wir in die Kneipe und sagen, oh, das ist ja teuer geworden. Es bleibt bei den Kneipern nicht mehr hängen. Das ist die Inflationsrate und der Staat verdient dran. Ja, unser Finanzminister sitzt lachend in der Ecke und sagt, ja, 15% wollen sie mehr haben, gibt denn doch 10%. Ja, da hat er wieder richtig Geld dran verdient. Dann habe ich noch so ein schönes Thema. Der Naturschutzbund hat vor 14 Tagen 3 Wochen Vögel gezählt. Habt ihr alle gehört? Ja? Ich habe dann daheim gesessen und habe gedacht, so, also stell mir vor, Naturfreunde, Gartensparte, jeder sitzt in seinem Garten und zählt Piepmätze. Der erste, oh, hier ist eine Meise und eine Star, eine Amsel, was weiß ich. Ja, die haben es aber nicht gewusst, dass sie bitte in den Garten bleiben müssen. Dann ist da am nächsten Garten geflogen und wieder gezählt worden. Und jetzt machen wir Panzerzählung, Leute. Und die Panzer, die zu viel sind, die gehen wir der Ukraine. Wir sind hier von Idioten regiert. Nein, Frau Plaschmann. Kriminell. Das wird nicht mehr. Ja, das sind Kriminelle und wir lassen sie dran. Da wäre ich gleich beim nächsten Thema und würde hingehen und würde sagen, okay, sofort ich eine Neuwahl. Wegen Wahlbetrug. Ich entsinne mich an die Plakate, die Sigi genannt hat von den Grünen. Keine Waffenlieferung in Krisengebiete, in Kriegsgebiete. Ja, und jetzt tun sie uns ja eben vom lieben Gott erzählen. Da stellt sich ein sogenannter Bundeskanzler vor eine Kamera und sagt, wir sollen ihm vertrauen. Dann nimmt der Mann Drogen. Ich muss doch schon mal Angst haben, dass ich gar nicht mehr erinnern kann, dass wir ihm vertrauen sollen, oder? Also was hier los ist, spottet jeder Beschreibung. Wie ist denn der Krieg entstanden? Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Einer geht in die Kneipe und sucht sich in der Süffkneipe den raus, der der Stärkste ist, der tätowiert bis zum Hals, geht zu dem hin, haut in sein Bier um, haut den Aschenbecher über den Kopf und der hat den innen klatschen. Wer hat denn jetzt angefangen? Ist doch mal eine gute Frage, oder? Weil hier von Aggressor die Rede ist, oder. Für mich gibt es immer noch Notwehr.
Und das, was hier gelaufen ist, ist für mich unter dem Deckmantel oder abgedeckelt unter Notwehr. Und mehr überhaupt nicht. Da entsinne ich mich an das letzte Interview mit der Frau Merkel. Da hatte Frau Merkel gesagt, ja, das Minsker Abkommen ist gemacht worden, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, der Aufrüstung. Aha. Wie paradox ist das denn? Dran gehalten hat sich nie einer. Und dass der Putin irgendwo sagt, bis her und keinen Schritt weiter, das denke ich, ist ganz normal, oder? Und wenn die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, es ist ein Verteidigungsbündnis, und die machen jetzt einen Angriff gegen Russland. Also mit mir muss keiner reden, wenn sich zwei Straßengangs irgendwo prügeln mit Fäusten. Und einer fährt hin, macht den Kofferraum auf und gibt einer Partei Baseballschläger und erklärt dann noch, wie die zu verwenden sind. Ist das für mich eine klipp und klare Beteiligung oder etwa nicht? Und was anderes machen wir da auch nicht. Wir liefern Waffen. Hat überhaupt nichts. Eine Waffe hat noch nie irgendwas beendet. Die sind eigentlich diplomatisch gefragt. Und für mich wäre zum Beispiel eine Lösung, Russland sofort in die EU aufzunehmen. Wir hätten sofort unsere Energieprobleme gelöst. Ja? Willst du den Russen so bestrafen? Ja, es könnte aber eine Menge in der EU ändern. Glaube ich wohl nicht. Und da gehe ich hin und sage, wer hat denn die Pipeline in die Luft gesprengt? Darüber redet doch keiner mehr. Leute, das war ein Angriff gegen uns. Das waren die lieben Engländer, die haben das doch aus Freundschaft getan, der Menschen. Klaps, um dass du zur Vernunft kommst, braucht jeder gute Freund mal. Auf solche Freunde kann ich verzichten. Und ich sag mal, die Deutschen müssten eigentlich gelernt haben. Wir haben schon mal den riesen Fehler gemacht, als Bündnispartner in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. Da waren wir nur Bündnispartner. Ja, richtig. Ausschlaggebend für den Krieg war das Attentat auf den Kronprinz von Österreich in Sarajevo. Das war der ausschlaggebende Punkt. Und wir waren Bündnispartner. Aber wer hat bezahlt für den Krieg? Wir. Und wir zahlen immer wieder. Und jetzt sind wir nicht mal Bündnispartner und latschen vorne weg. Na, wie bescheuert sind wir denn alle? Also, ich sage hier öffentlich, nicht in meinen Namen. Ja, die reden von wir, ich bin nicht dabei. Ich habe was dagegen, dass Waffen in die Ukraine geliefert werden. Hier muss eine friedliche Lösung her und nichts anderes. Und wir müssen Karten auf den Tisch, wer was getan hat. Weil ich kann mich erinnern, 2-4 Verträge, das Verbot der NATO-Erweiterung, hat keine Sau interessiert. Ja, wir hatten so einen schönen Bundeskanzler mal für den Westen, der Willy Brandt. Er hat 1971 einen Friedensnobelpreis erhalten. Und da hat er dazu eine Regierungserklärung abgegeben und dort hat er den berühmten Satz gesagt, von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen. Da hat er sich in einem lateinischen Satz dazu gesagt, ich will es auf Lateinisch nicht wiederholen, hat auf gut Deutsch gesagt, Krieg ist die letzte Lösung. Aber Krieg ist der letzte Irrweg. Und er hat recht gehabt, der Mann. Es ist nie eine Lösung, Krieg zu führen. Und Russland hat ganz klar gesagt, was er vorhat und was dann am Ende passiert. Er hat in Donbass durchmarschiert, bis Lugansk hätte da aufgehört. Nein, es muss gezerrt werden bis zum bitteren Ende. Bis zur letzten Eskalation. Jetzt ist rausgekommen, dass die Amerikaner 14 Atombomben vermissen. Bei den Russen sind wenigstens bloß U-Boote weg. Bei den Amis fehlen gleich die Atombomben dazu. Also ich weiß nicht, wie das hier weitergehen soll. Ich denke mal, es ist, glaube ich, jetzt vorstellen, es ist kein Afghanistan, es ist kein Syrien, es ist auch kein Irak. Die russischen Raketen fliegen bis hierher. Und schneller, als wir gucken können. Und
was machen die Ukrainer mit den schönen Waffen, die sie zur Landesverteidigung aus der NATO erhalten haben? Mit ihrem HIMARS-Gerät und mit ihren Haubitzen? Sie beschießen Krankenhäuser auf russischem Territorium. Und da hört es für mich auf. Wenn es spätestens an dem Moment müsste ich sagen, die Waffen werden nicht genutzt, um ihr Land zu befreien. Die verteidigen sich damit. Sie agieren weiter als Aggressor. Und da muss Schluss sein für alle. Und das muss auch ganz deutlich gemacht werden. Die ukrainische Regierung hat so viel Dreck am Stecken, dass es selbst in Kriegszeiten in Kiew hochkocht, dass hohe Regierungsbeamte wegen Korruption, Betrugs und so weiter jetzt von Kali gezogen werden sollen. Was soll denn da übrig bleiben? Wie viel Vertrauen haben denn die Ukrainer noch in ihre eigene Regierung? Da kann nicht mehr viel übrig sein. Und wenn ich die Bilder aus Solidar sehe, dass gestandene russische Spätnaz, Spezialeinheiten, anfangen die Männer dort zu heulen, weil die MG-Nester in Häusern ausgehoben haben, die haben sie beschossen mit Granatwerfern, dann sind die rein und finden dort kaum bewaffnete 14- bis 16-jährige Jugendliche. Da hört doch Spaß auf bei mir. Der Ukrainer heizt mittlerweile alles, was er in die Finger kriegt. Selbst solche ethnischen Minderheiten wie die Rumänen oder Ungarn auf ukrainischem Territorium werden zwangsverpflichtet in diesen Krieg. Die wollen von Haus aus nichts damit zu tun haben. Die müssen. Oder es zählt in Ukraine immer noch, die Waffenverweigerung ist steht so lebenslanges Gefängnis, notfalls auch Todesstrafe. Das ist wie Fahnenflucht. Sind die knallhart? Wir wissen es nicht, die Deserteure sind bei den Russen. Lebenslang zum Tode verurteilt. Ja, was sind denn die Deserteure, die hier sind? Das sind Flüchtlinge. Die können gar nicht zurück. Selbst wenn die zurückgehen würden, wären die in ihrem Land mit Leib und Leben bedroht. Und das nicht durch den Russen, durch die eigene Rechtsprechung. Die können wir nicht zurückschicken. Zumindest nicht mit dieser Regierung. Und solange auch nicht so lange, bis das Zelensky dran ist. Wenn dort immer Ruhe ist und auch geordnet Ruhe ist und auch Frieden ist, bin ich mir sicher, dass eine demokratisch gewählte, vernünftige ukrainische Regierung diese Leute auch zurückkehren lässt, dass sie nicht belangt werden. Dass es darunter läuft, dass sie haben verweigert, weil der Krieg unrechtens war. Aber dahin ist noch ein langer Weg. Und da ruhen die sich jetzt schön drauf aus auf der Nummer. Man sieht's doch, wie sie hier auftrumpfen. Die verhalten sich nicht wie Flüchtlinge. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Flüchtling kennengelernt, richtig gut. Da war die Diskussion Flüchtlingskrise noch gar nicht, das war Anfang der 90er Jahre. Der gute Mann war studierter Bauingenieur, ein Schwarzer, sein Vater ANC-Mitglied, auch schwarz natürlich, und kam aus Südafrika. Und er hat sich während des Studiums in Lesotho dann nach Europa abgesetzt. Weil er als intelligenter Schwarzer war durch die Apartheid der Leib und Leben bedroht. Sein Vater saß schon im Knast. Der hat sich auch ganz ordentlich benommen. Der hat Deutsch gelernt, soweit er es konnte. Der hat sich auch Mühe gegeben. Der wollte arbeiten, durfte aber nicht. Und dann kommt abends im Fernsehen, dass ein Herr Präsident Leclerc, dieser damals, öffentlich erklärt hat, dass die Apartheid ab sofort in Südafrika abgeschafft ist. Nächsten Früh, es war ein Samstag, werde ich nie vergessen, klingelt es bei mir kurz nach 6:30 an der Tür. Da steht da draußen. Ich sage, was hast du jetzt für ein Problem? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Sagt er, ja, ich will Tschüss sagen, ich fahre jetzt nach Köln zu einem Freund von mir, wir holen ein Ticket, wir fliegen nach Hause, wir fahren vorbei. Er hat verstanden, so was Asylrecht da ist. Und hat es auch so genutzt, wie es gehört. Und gegen solche Leute hat niemand etwas. Aber was sind denn die? Sie kommen her mit Forderungen. Wenn ich Flüchtling bin, will ich herkommen irgendwo. Da will ich meine Sicherheit haben, will ich was zu essen haben, vielleicht noch einen warmen Arsch und genug Klamotten am Leib. Und welche Vorstellungen brauchen, treffen die hier auf? Die wollen mir das gemachte Leben haben. Und das Schlimme ist, sie kriegen es auch noch. Das kann auch nicht besser werden, solange sie es kriegen. Wir haben Länder wie Ungarn, die jetzt mittlerweile aus der EU raus wollen, aus der NATO raus wollen. Es wird noch mehr werden. Die Serben sind auch nicht mehr lange irgendwo, freuen sind sie schon sowieso nicht. Aber die Kroaten haben sich auch rausziehen. Die machen den Spaß auch nicht mehr lange mit. Und dann wird es um sich greifen. Und zwar in einer Region, die NATO ja als heißes Pflaster den Balkan. Das Pulver fast in Europa, was sie nie geschafft haben, richtig zu zünden.
das wird dann wieder aufgeheilt. Dann werden sie wieder drin rumsticheln, bis sie sich wieder um die Haare haben. Wir haben aus der Geschichte nur eins gelernt. Der Amerikaner hat bis jetzt ist noch nie angegriffen worden, er hat nur angegriffen. Und hat auch noch keinen Krieg gewonnen. Er hat jedes Mal am Ende, wenn es noch Jahren war, unter bitterbösen Verlusten die Stadt zu bringen. Die einzige Ausnahme ist der Erste und Zweite Weltkrieg. Da waren sie aber alleine in Herbst auf jeden Fall nicht angefangen. Aber jede Scheiße, die sie selber eingerührt haben, schlägt ihnen irgendwann ins Gesicht. Und dann gucke ich mir nur Afghanistan an. Die haben Al-Qaida hochgebracht, die haben sie ausgebildet, sie haben sie ausgerüstet, sie haben sie umsorgt und gehegt bis zu 9-11. Dann haben sie geschrien, hat ihre eigene Waffe ihnen ins Bein geschossen. Was nun ringsherum noch los war, jetzt mag ich ja nicht rumspekulieren, ist auch Quatsch, aber Fakt ist, ihr Zögling hat sie selber angegriffen. Und welchen Auftrag, das möchte ich auch nicht mehr diskutieren, das ist völlig Quatsch. Aber der Punkt ist der, Russland hat nie einen Krieg so direkt angefangen. Nicht einen einzigen. Es sind immer in die Kriege hineingezogen worden, entweder angegriffen oder provoziert worden. Aber es ist nicht so eine Geschichte bekannt, dass Russland losgezogen ist und gesagt hat, jetzt mache ich das Land platt und eigne es mir an. Und das ist der große Unterschied. Und wir streiten hier und sollen den Ami noch Schützenhilfe geben. Oder angehende Verteidigungsminister einer Hillary Clinton, wenn sie dann Präsident wurde, schon im Vorfeld gesagt hat, wir werden Europa verteidigen bis zum letzten Europäer. Da war denen schon klar, dass in diesem Konflikt dann in Europa stattfinden wird, selbst personell kaum beteiligt sein werden. Sie wollen nur, wie am Ersten und Zweiten Weltkrieg, als großer Waffenlieferant heftig dran verdienen. Und das ist keine Friedenspolitik, das ist Kriegspolitik. Und sowas gehört verboten. Solche Leute gehören weggeschickt. Ich kann das nie am Land machen. Und das sage ich einmal, es gibt schon wieder zu. Ami, oh, oh. Ja, Sandro hat noch was gesagt zum Flüchtling. Mal zur Definition Flüchtling nach dem Völkerrecht. Wenn derjenige, der aufgrund seiner politischen Einstellung, seiner sexuellen Neigungen oder sonst etwas verfolgt wird und er hat das Land verlassen und befindet sich im sicheren Hafen. Von da an ist er kein Flüchtling mehr. Und alles andere, was sich hier in Deutschland befindet, sind einfach nur Sozialstraße. Ganz einfach. Und wir unterstützen das. Noch mal ganz kurz zur Minimierung. Das bewegt mich ganz, ganz sehr, dieses Problem. Seit wann haben die uns gesagt, welches Gift sie in unser Essen mischen? Sie haben einfach die Verpackung einfach mehr eine E-Nummer gedruckt. Keiner wüsste, was das ist. Was haben die vor für eine größere Schweinerei, um uns abzulenken, dass wir uns mit diesem Zeug beschäftigen und gar nicht merken, was die im Hintergrund noch Schlimmeres mit uns vorhaben. Leute, bleibt munter. Und Deutschland soll es ja nur noch, wie heißt er, der Kinderbuchautor, ausgezogen ist, wenn sie seinen Untergang sieht. Der das Müsli mit kaltem Wasser macht, aber gesagt hat in Davos, wo viele Urlaub machen, Davos nicht Köst. Er will Deutschland abwickeln. Abwickeln! Eine Konföderation machen und das bedeutet, dieser Konföderation kann jeder beitreten. Und wenn ein Franzose beitritt oder ein Bulgare oder sonst wer, da ist ausgedeutscht, da gibt das Deutschland nicht mehr. Und das ist sein ganzes Ziel. Leute, bleiben wir munter. Es gibt im Prinzip nur ein Ziel. Dieses Berlin-Mitte schnellstens am Weiterhandeln zu hindern. Die Leute raus aus ihren vollgefurzten Sesseln, wo sie von uns ständig noch alimentiert werden. Das kann nicht sein. Unser schönes, schönes Land
auf das, was unsere Altvorderen auf die Beine gestellt haben. Da waren alle stolz. Das war für die Menschen, die hierher kommen durften, hier leben. Und vor allem, sie durften hier ein, was machen, Mensch sein und arbeiten. Und das soll alles zerstört werden. Das kann nicht sein. Leute, bleiben wir stark und wachsam. Ich zum Schluss noch zwei Witze. Warte mal, wie du deinen Witz bringst. Ich habe noch eine Frage. Kann mir irgendjemand erklären, was ein staatenloser Palästinenser ist? Ja, ein Palästinenser verstanden. Ja, die sagen ja in den Massenmedien staatenloser Palästinenser. Und dazu habe ich dann mal dieses Bild nachgeguckt und habe auf einmal gelesen, oh Scheiße, 2022, letztes Jahr, hat es 82 Messerübergriffe bei Eisenbahnen gegeben. Für mich sind das alles schwere Verbrecher, die vor Gericht gehören. Aber wer auch der Mittäterschaft angeklagt ist, wer es ich öffentlich anklage, sind die, die die Duldungen unterschreiben, nicht abschieben. Und da stellt sich eine Innenministerin vor eine Kamera, bekundet wieder ihr riesengroßes Mitleid, die trägt die Hauptschuld. Die gehören alle vor ein ordentliches Gericht gestellt. Das ist meine Meinung zu der Sache. Da brauchen wir was, ein ordentliches Gericht, wir haben ja keins. Ja, dafür sollten wir eigentlich suchen. Ja, dann verklagt nur die Richter die Fehlurteile fällen. Es ist hier wirklich schon nach 12, Leute. Und wenn ich sehe, wie wenig Leute aufwenden, wie wenig heute hier sind, ein paar frieren für den Frieden. Ja, die nehmen es wirklich. Die anderen sitzen zu Hause und heizen. Dann habe ich heute mal kurz Pressemitteilung. Schwimmbäder steigen aus ihrer Kaltwasserregion. Also gewisse Schwimmbäder sind nicht mehr bereit, das Wasser unter eine gewisse Badetemperatur zu halten, weil die Leute einfach nicht mehr kommen. Und ein Schwimmbad aufzumachen, Energie zu verbrennen, ja, und es kommen keine Gäste mehr, rechnet sich gleich gar nicht. Deswegen sind sie hingegangen, haben gesagt, wir ziehen zurück. Also wenn ihr irgendwo mal einen Familienausflug machen wollt in den Bad, ruft vorneweg an, was sie für Temperaturen haben. So einfach. Okay, schönen Abend. Danke, Andreas. So, machen wir es kurz. Sigi, du wolltest noch zwei. Du hast kurz. Da ein bayerischer Kabarettist, wahrscheinlich Abstammung Russisch, gibt so eine Sache, und da sagen sie ihm, wie heißt du? Ich heiße Nikita. Das ist doch Russisch. Ja, kann sein. Nun sag mal, was ist denn, der andere Witz ist mein Freund, und das ist dann weg, spät genug. Was ist denn mit eurem Putin los? Da sagt er, ne Mensch, ich weiß auch nicht. Ne, aber ich kann euch eines sagen, da wird bald da sein, da könnt ihr das selber fragen. Danke. Danke. So, ich mache nächste Woche noch mehr. Ich hoffe mal viel mehr, dass sie noch mehr begreifen haben, dass der Krieg nicht endet, indem er früher im Frieden zu Hause führt. Weil das interessiert ihn nämlich einen Scheißdreck. Und sie machen nicht bloß die Ukraine kaputt, sie machen nicht bloß Russland kaputt, sie machen Europa kaputt, die machen die ganze Menschheit kaputt. Und das mit sehenden Auges und mit wehenden Fahnen und schallenden Trompeten. Und wir sollen auch glücklich darüber sein. Ich wünsche euch einen schönen Hausweg. Fahrt vorsichtig, die wir fahren müssen. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder in alter Frische. Glück auf!